Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle am Freitag. Heute mal nicht aus meinem normalen Handelsbüro in Berlin, in Delitzsch, sondern ich bin in Berlin hier noch im Hotel. Gestern Abend hatte ich ja die Veranstaltung mit dem VTAD von der Seite her, heute von etwas anderer Stelle. Qualitativen kleinen Unterschied, die Kamera ist aus, das hängt ja mit der Internetverbindung ein bisschen zusammen, aber ich denke, das kriegen wir alles schon hin. Ich hoffe, Ton und Bild ist wirklich gut. Ludger, Sascha, Elena, schön euch hier live zu begrüßen und auch hier alle Zuschauerinnen und Zuschauer im GoToWebinar von meiner Seite her einen schönen Tag. Genau, Niklas, Ludger, es waren die Meister der Muster, über die wir gestern gesprochen haben. Es war ein sehr, sehr schöner Anklang. Vielleicht mache ich diese Musterserie auch einfach mal hier am Freitag in unseren edukativen Parts. Das ist ja auch etwas, was wir hier im Trading, im Währungsbereich auch immer wieder sehen können. Gestern ging es auch ein bisschen um das Thema Aktien mit hinten dran. Sie wissen ja, ich bin auch im Aktienbereich unterwegs. Aber viele dieser Muster, die traden auch in den Charts von unseren Rohstoffen, von den Indizes oder auch von den Währungen auf. Und deswegen können wir die hier wunderbar zum Traden nutzen, und das werde ich vielleicht an der Stelle hier auch mal machen. Wer heute auch wieder hier live dabei ist und eine Frage hat, bitte direkt auch in den Chat reinstellen, damit ich dann direkt auch auf die Fragen eingehen kann, beziehungsweise auch den ein oder anderen Wunschchart hier gemeinsam analysieren kann. Ich sehe ja die Fragen hier an dieser Stelle auch direkt in den Unterlagen. So, um was geht es heute? Wir machen ganz normal die Tagesvorbereitung, wie immer vorab der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen, sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren, das ist ein wichtiger Hinweis, ansonsten das, was ich hier sage, ist meine Meinung, ist nicht Kauf- und Verkaufempfehlung, das heißt, das sind die wichtigsten Sachen, und wenn Sie traden, sollten Sie natürlich wissen, wie CFDs oder der Währungshandel funktioniert, damit Sie mit diesen Instrumenten auch gut arbeiten können. Schauen wir mal auf die heutigen Themen. Wir machen wie immer die aktuelle Tagesvorschau, auch mit den Nachrichten. Dann schauen wir darauf, was die Märkte nächste Woche bewegen kann. Da steht auch wieder einiges an. Diese Woche hatten wir auch marktbewegende Nachrichten gehabt, die der Markt sehr, sehr wohlwollend auch aufgenommen hat. Das werden wir auch in den Indizes dann auch sehen. Und beim Thema Know-how, das hatte ich ja im gestrigen Webinar auch schon angesagt oder angedeutet, ist heute mal das Thema, dass wir uns nochmal breiter aufstellen. Das heißt, wir machen wirklich einen großen Rundumblick auch über ein paar mehr Währungen. Wir gucken uns das Öl auch nochmal an, dass wir da uns Zeit nehmen. Und dann schauen wir einfach mal auf das Thema Einstieg verpasst, weil ich habe mit den ein oder anderen Händlern in den letzten Tagen gesprochen, die sich gesagt haben, Mensch, wenn wir das gesehen hätten eher, dann hätten wir auch eher in die Märkte reingekonnt. Das sind so Sachen, die passieren immer wieder. Da gibt es Strategien, die man das so ein bisschen umgehen kann. Und ich möchte Ihnen heute einfach mal zeigen, wie ich solche Themen anfasse, damit ich mögliche, sage ich mal, Bewegungen in die ein oder andere Richtung doch mitgehe, auch wenn das Risiko auf den ersten Blick relativ groß erscheint. Das kann man machen und das funktioniert auch wirklich. Ich sehe es ja in meinem eigenen Portfolio entsprechend auch, wie ich das Ganze hier umsetze. Was gibt es denn dann in der heutigen Tagesplanung? Hier haben wir es mal. Wir haben heute entsprechend wieder den Blick auf die USA und Europa. Es ist Freitag. Freitag heißt das halt, wir bekommen aus den USA heute um 14.30 Uhr die Erzeugerpreise. Das sind die Daten, die wir da freitags bekommen, wo wir einfach mal schauen können, wie verhalten sich denn die Preise der Erzeuger. Das hängt da, sage ich immer wieder, Thema Inflation und so weiter und so fort. Das geht ja auch wichtig, oder diese Informationen fließen ja entsprechend auch in die Gesamtmarktsituation ein, die fließen in die Informationen für die Zentralbank ein, die fließen in die Gestaltung der Inflation ein. Das sind alles Dinge, die bekommen wir aus diesen Preisindizes, und wir sehen hier eine Prognose von 0,2. Ein starker Anstieg beispielsweise dieser Preise, Erzeugerpreise, der würde dann halt dafür sprechen, dass die Unternehmen entweder die Preise erhöhen müssten oder aber die Margen sinken. Wenn sie die Preise nicht erhöhen können, dann sinken die Margen vom Prinzip in diesem Bereich. Das kann dann Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne haben oder wird, es sei denn, sie verkaufen deutlich mehr. Also all diese Sachen spielen hier
mir entsprechend auch eine Rolle. Dann gibt es heute im Laufe des Tages hier um 15.05 Uhr, steht das jetzt hier drinnen, spricht ein FOMC-Mitglied. Das ist wichtig, das kann immer die Märkte bewegen. Und ansonsten, was gibt es noch? Um 16 Uhr gibt es die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Also auch das, da schaut man einfach nach, ja, wie geht es denn den Konsumenten? Was haben die auf dem Herzen? Wie denken die über die Zukunft? Wie ist das Vertrauen in die Wirtschaft sozusagen, in die eigene Lage? Und da haben wir auch wichtige Stellpunkte. Wir sehen hier in diesen Bereichen leichte Rückgänge zu erwarten. Wir hatten bei den Konsumentenerwartungen im Vormonat 89,3. Die Prognose ist jetzt bei 88,6. Also leichte Rückgänge hier, was das Verbrauchervertrauen angeht. Ähnliches, 98,6 war das vorige. Die Prognose ist bei 98,0. Also das sind mal die Voraussetzungen. Wir schauen einfach mal, was als Ergebnis kommt und was der Markt entsprechend darauf macht. Dann bekommen wir heute am späten Abend hier in Deutschland, wie jede Woche Freitag, auch das Thema COT-Reports. Das heißt, da wird uns gesagt, was hier entsprechend die Veränderungen bei den spekulativen Nettopositionen, bei den Rohstoffen ist, bei Thema Gold oder im Bereich der Indizes oder Währungen. All das gibt es heute und diejenigen, die das für ihr Trading auch mit nutzen, um das dann zu antizipieren und hier bei Tickmill beispielsweise auch zu traden, dann kriegen wir hier die Informationen. Die sind, wie schon gesagt, auch immer nachgelagert, aber für die großen Bewegungen ist das allemal gut zu wissen, was die Big Boys da draußen entsprechend hier auch machen. Und damit sind wir fertig mit den Tagesnachrichten. Das heißt, wir wissen jetzt erstmal, was an wichtigen Sachen hier an dieser Stelle auf uns wartet. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal hinein in die Charts des Tages. Heute habe ich für Sie vorbereitet Euro-Polnischer Zloty, US-Dollar, südafrikanischer Rand und Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Also hier auch wieder eine bunte Mischung, ein bisschen abseits der Majors, aber meist so ist es halt mal, wenn es hier interessante Möglichkeiten zum Traden gibt, warum soll man das denn nicht nutzen? Hier haben wir jetzt erst einmal den Tageschart vom Euro-Polnischen Zloty. Ja? Das haben wir einen Chart hier, wo wir eine Marke hier oben haben in diesem runden Bereich bei 434753 und unten hier, ganz, ganz unten, haben wir die 424591. Das heißt, hier ist mal Thema Korrektur hoch, wenn wir uns diesen Trend hier mal anschauen. Ich zeichne Ihnen das gerne auch mal ein, ganz kurzen Augenblick. Das hier, also wenn wir uns diesen Trend hier entsprechend einmal anschauen, nun, das hätte ich gerne in Rot, weil es ein Abwärtstrend ist, so, machen wir auch. Ganz klar, klassisch hier. Da haben wir sozusagen jetzt diesen Abwärtstrend am Laufen. Der lief dann bis hier hoch in diesen Widerstandsbereich jetzt rein. Das ist sozusagen das Korrekturhoch. Und dann haben wir hier die Geschichte nach unten, das Korrekturtief am einfachsten. Und hier sehen wir, wir haben eine lange, lange, lange Seitwärtsrange gehabt. Und in dieser Range hat sich auch so ein bisschen eine Trading Range ausgebildet. Der Unterbau war hier oder ist hier bei 426589 in diesem Bereich. Das heißt hier, Sie sehen es selbst, da lief der Markt mal oben ran, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter, dann waren wir wieder oben, jetzt sind wir wieder unten. Jetzt oder zumindest fast unten. Und jetzt sind wir hier an einer Stelle, die doch relativ interessant ist. Warum ist sie interessant? Schauen wir mal, wir haben jetzt erst einmal hier diesen kleinen untergeordneten Aufwärtstrend. Ja? Da ist erst einmal jetzt das letzte Korrekturtief unterschritten. Für alle diejenigen, die sich ein bisschen mit Trends auch beschäftigen, die wissen, mit diesem Trend ist irgendwas jetzt nicht mehr ganz so koscher. Heißt also, diese Marke hier von 428273, das war der ehemalige Support. Und hier ist der Markt gestern wirklich mit einem guten Anzeichen von Schwäche einfach so drunter gefallen. Woran haben wir die Schwäche erkannt? Der Markt ist hier intraday hochgelaufen und hat dann komplett abverkauft. Hier unten war ja die Eröffnung, ist weit in die Bewegung reingegangen, dann ging es hoch und dann, also hier war entsprechend die Eröffnung an dieser Stelle, dann ging es hoch und wieder komplett abverkauft und zwar auch unter dieser Marke drunter. So. Und jetzt sind wir hier in der Situation, wo es halt interessant wird, interessant aus dem Grund, weil der Markt hier entsprechend jetzt eine Entscheidung treffen wird. Geht es ein Rebound, also kämpft der Markt hier so ein bisschen mit diesem Support um die 428273, dann haben wir eine Chance, dass wir oben ein paar Tageshochs anlaufen. Ja, Tageshochs haben wir hier liegen, das Tageshoch von gestern um die 429615 und dann haben wir hier die 430585 und die 431270. Das sind mal Marken, die wir hier jetzt nach oben hin liegen haben, wenn wir hier höhere Korrektur sehen. Das heißt, wenn wir hier von dieser Gegenbewegung etwas Stück
an Wiedergutmachung, wie auch immer man das bezeichnen will, sehen. Da haben wir hier entsprechend die Tageshochs hier, das oben, die 431.7 zu 0, die liegt auch sehr, sehr nah an dem anderen hier dran. Das ist die, warten Sie, 431.400, da ist das hoch, das ist diese Kerze hier. Da ist etwas an Dynamik da, wenn der Markt wirklich schön sauber hochläuft. Tut er das nicht, dann blicken wir nach unten. Nach unten blicken heißt, wir schauen uns erst einmal hier diesen Support um die 426.589 an. Das ist eine wichtige Marke. Unterm Tagestief natürlich von gestern muss das Ganze losgehen, damit wir die Bestätigung zur Unterseite bekommen. Hält dieser Bereich hier nicht, also wer da gerne noch etwas weiter planen möchte, hier unten an dieser Stelle bei 424.591, da haben wir dann natürlich hier den nächsten Support, wenn wir das mal auf größerer Trendbasis sehen hier, was das gewesen ist, das ist dann sozusagen das Tief von diesem Abwärtstrend, den ich hier in grün eingezeichnet habe. Da ist der Markt dann auch möglicherweise in einer Zone, wo er einen Support finden kann, aber erst einmal ist natürlich hier die 426.589 von viel, viel höherer Wichtigkeit. Wir schauen uns das Ganze auch wie immer nochmal in der Stunde an, weil wir haben jetzt hier, und das ist ja wirklich das Schöne, wir haben hervorragend zu sehen hier in diese Range, dieser tolle Abwärtstrend, der sich hier nach unten geschwungen hat, der ist jetzt normal in seiner Korrektur, heißt also, wenn dieser Trend gebrochen wird, das ist dann wirklich ein sehr, sehr schönes Szenario, dass man den Rebound auch erkennen kann, dass der Markt uns zeigt, hier geht es nach oben. Alles andere, das, was wir jetzt im Moment sehen, ist nichts weiter als Korrektur in diesem bestehenden Abwärtstrend, und wenn dieser Markt hier rumdreht, also wir müssen dann schon hier oben drüber, dass man wirklich schön das Rebound-Szenario auch spielen können, und dann haben wir halt den Markt nach oben laufen. Wir brauchen jetzt hier erst einmal natürlich den Schub nach oben, wenn wir uns hier auf die Stundenbasis beziehen möchten. Diejenigen von Ihnen, die sich sagen, ja gut, wir haben jetzt ja hier unten einen Trend im kleinen Bereich, die Stunde ist ja in einem Trend, ne? Wir hatten hier Bewegung, ich mache es mal kurz etwas größer, dass man das etwas besser sehen können, hier unten. Wir hatten ja eine Bewegung, wir hatten eine Korrektur, sogar mit einem höheren Tief. Wunderbar, was will man mehr? Jetzt sind wir hier oben drüber gegangen. Jetzt hat sich hier unten ja ein Aufwärtstrend gebildet. Das ist ja wunderbar. Das lasse ich jetzt einfach mal rot. Das ist ja genau das, was wir brauchen zum Traden. Das ist überhaupt kein Problem. Das können wir einfach machen. Und dann zwar beispielsweise über die 5 Minuten in die Stunde rein. Und da sehen wir hier, ich gehe mal in die 5 Minuten rein, da sehen wir also das, was wir in der Stunde entsprechend auch gerade angezeigt bekommen. Wir sehen jetzt hier einen Aufwärtstrend. Der läuft, muss ich ein bisschen kleiner machen, dass wir etwas mehr Historie sehen. Aber schauen Sie, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt kommt es halt darauf an, die Korrektur abwarten, und wenn dieser Trend in den 5 Minuten dann entsprechend nach oben weiterläuft, das wäre dann das Szenario, dass der Trend der Stunde hier entsprechend auch nach oben geht. Warum soll man das im kurzfristigen Bereich nicht anpacken? Ja? Dann müssen wir halt einfach als Händler nur wissen, wir handeln jetzt gerade die Korrektur dieses Stundenaufwärtstrends, sind also gegen den aktuellen Trend. Aber wenn sich das anbietet und man vernünftige Kursziele setzt, warum nicht? Und die kann man ja im 5-Minuten-Trend auch relativ gut erkennen, wenn der Markt hier entsprechend hochläuft. Wir haben jetzt hier ein paar Marken, also so wahnsinnig viele sind es nicht mehr, aber wir haben hier, hier und hier haben wir Anlaufpunkte, die der Markt nach oben im kurzfristigen kleinen Bereich schon durchaus auch mitnehmen kann. Wunderbar, das können wir uns hier zeigen lassen, um das Ganze zu spielen. Das also zum Währungspaar Euro-Polnischer Zloty. So, dann gehen wir mal in die nächste Nicht-Major-Währung hinein. Ich klicke erstmal wieder rüber in den Tageschart und dann gehen wir hier mit Steuerung M wieder in die Marktübersicht herein. Wer die Marktübersicht übrigens im Menü finden möchte, die haben wir hier oben bei Ansicht, und dann haben wir hier die entsprechende Marktübersicht. So, das haben wir hier als nächstes US-Dollar, südafrikanischer Rand. Auch eine Währung, die wir immer mal hier schon miteinander besprochen haben an dieser Stelle. Nein, jetzt ist sie noch nicht drin. Haben wir sie jetzt? Ja, die Internetverbindung ist einfach nicht die 100 M mit Leitung, die ich zu Hause habe. Da bin ich schon sehr, sehr verwöhnt, was ich zu Hause in meinem Trading-Desk habe. Das ist halt ein Unterschied. Und das macht auch die Qualität des Tradings aus. Wenn das alles wunderbar passt, dann ist das alles wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. So, jetzt hier in diesem Bereich. Der Trade läuft schon an. Wer den Blog schon gelesen hat, wo ich ihn eingestellt habe, sah die Situation heute Morgen noch ein klein wenig anders aus. Aber das ist überhaupt kein Problem. Alles schick hier an dieser Stelle. Heißt also, wir haben jetzt hier im südafrikanischen Rand die Situation, dass der Markt hier nach diesem, ja, Wertschub von oben bei 14.82.103 hier runter gelaufen ist. An dieser Stelle hat also sozusagen diese Dynamik hier von oben her ein bisschen fortgesetzt und ist jetzt runtergekommen bis in diesen Supportbereich hier. Support, warum? Hier sind wir mal ausgebrochen. Support also hier an dieser Stelle bei 13.8.
9, 0 und 21 hinten dran. Hier sind wir schon mal abgeprallt, rangelaufen, wieder hochgelaufen, abgeprallt, wieder hochgelaufen. Hier unten jetzt eventuell das gleiche Spiel, eventuell deswegen. Es kann ja auch andersrum gehen. Aber, und das ist ja das Schöne, der Markt zeigt uns jetzt hier schon an, dass er hoch will, dass er rebounden will von dieser Marke. Gestern hat das Indiz gegeben, heute wird es bestätigt. Was liegt kurzfristig hier vor uns? Ich mache mal ganz kurz den Chart ein bisschen größer, dass wir das intensiver sehen können. Kurzfristig liegen jetzt vor uns, weil der Markt läuft ja auch schon an. Hier die Tageshochs um die 14.28988 beziehungsweise hier die 14.41610. Hier oben haben wir dann, ich zeichne das gleich nochmal mit rein hier, nehmen wir mal hier oben ran. Hoppala, das wollen wir nicht. Guckt mal hier, da haben wir noch die zweite Marke hier leicht oben drüber. Da ist noch das zweite Tageshoch hier. Was wir noch vor der Nase haben, bei ungefähr 1,14465,96. Da in diesem Bereich, weiteres Tageshoch. Die können erst einmal ganz kurzfristig angelaufen werden. Mittelfristig, wenn der Markt dasselbe macht wie hier, dass er einfach tief korrigiert hat, wo er diese Bewegung hier wirklich auch tief korrigiert hat, dann haben wir auch die Chance, noch ein Stück weit höher zu laufen. Hier oben ist der Widerstand, diese Widerstandszone. Und da stellt sich halt die Frage, kann er angelaufen werden? Ich sage, warum nicht? Das ist auf alle Fälle als Potenzial da, wenn es der Markt auch nach oben hin mit hergibt. Nach unten hin, wenn wir doch umdrehen sollten, ist ja jetzt noch nicht der Fall. Aber für diejenigen, die sich sagen, Mensch, ich möchte dann gerne aus der Korrektur des Ganzen in die Abwärtsrichtung traden, steht dann natürlich erstmal hier wieder das Anlauflevel bei 14,89,021. 20 im Raum. Und wenn es da dann drunter geht, hier haben wir ein paar interessante Tagestiefs liegen um die 13,6356. Das ist diese Kerze hier drüben vom 10. August. Und dann haben wir hier noch die Kerze vom 9. August mit ihrem Tief bei 13,35. 35,380, da haben wir es. Jetzt hätte ich fast eine Zahl verschluckt. Dann ist hier noch etwas auch an Tiefst in diesem Bereich hier unten. Da gehe ich gleich mal noch mit dem Cursor hin. Hier unten, da haben wir dann noch das Ganze hier um den Bereich von, was haben wir hier unten? 13,26,190. Das sind die Marken, die wir hier unten haben, bevor hier der etwas größere Support dann entsprechend auch kommt. Da mache ich mal kurz kleiner. Das ist das, was wir hier nach unten hin haben. Aber das ist verglichen mit den Bewegungsspannen, die wir hier haben, definitiv jetzt nichts für das kurzfristige Trading. Das wird dann eher ein Swing, wenn es wieder nach unten geht, was man dann entsprechend auch nutzen kann. Aber Möglichkeiten gibt es, und was jetzt momentan hier abgeht, das schauen wir uns auch nochmal in der untergeordneten Zeiteinheit an, also hier direkt wieder in der Stunde, und da können wir sehen, dass dieser schöne Abwärtstrend, den wir hier gehabt haben, traumhaft gebrochen wurde. Hier war das letzte Korrekturhoch, hier das Trendtief, zack, Bewegung, Korrektur, und jetzt haben wir schön den laufenden Aufwärtstrend. Also genau das Paradebeispiel, was wir haben wollen. Und wenn wir uns jetzt mal diesen Stundentrend hier auch anschauen, dann können wir auch im Trendverlauf hier entsprechend die Hochs sehen. Also hier haben wir das Hoch, hier haben wir Hoch, hier haben wir Hoch, hier haben wir Hoch. Also wir haben im Stundentrend auch genügend Anlaufpunkte, die man dann entsprechend nach oben mitnehmen kann. Wenn man sagt, ich möchte den Stundentrend jetzt entsprechend handeln, dann funktioniert das Ganze. Jetzt ist er aktuell in seiner Bewegung, aber ich nehme mal an, er wird auch irgendwann korrigieren. Und wenn sich die Korrektur dann umdreht und wieder in Aufwärtstrendrichtung geht, dann haben wir die Bestätigung, dass der Stundentrend fortgesetzt werden soll. Das können wir uns gleich auch nochmal, wie gerade eben in den kleineren Zeiteinheiten, anschauen. Hier beispielsweise im 5-Minuten-Chart. Und da muss ich ein klein wenig weiter zusammenstufen. Hier sehen wir es. Das war der Abwärtstrend der Stunde. Der wurde dann gebrochen. Und hier sehen wir, wie schön sich dieser 5-Minuten-Trend nach oben entwickelt hat. Auch in seinen Korrekturen und Bewegungen. Das sieht man immer wieder schön. Und das kann man dann natürlich hervorragend nutzen, um seine Einstiege aus der Korrektur herauszuplanen, wer das gerne mag. Das heißt, dass wir nicht irgendwo nach gut dünken kaufen oder verkaufen, sondern dass wir einfach sagen, wir brauchen hier die Strategie, die uns angezeigt werden soll. Und ich persönlich schaue halt, was die Trends machen. Da gibt es diverse Strategien, und ich richte mich dann halt nach den Trends, so wie ich es hier gerade auch gezeigt habe, aktuell in den 5 Minuten, auch in dem Wert, den wir davor entsprechend mitgehabt haben. Also das hier zum Währungspaar US-Dollar südafrikanischer Rand. So, damit wären wir damit fertig, und dann schauen wir nochmal auf die Währung zu unserem polnischen Nachbarn hier. Das heißt, wir schauen mal auf den euro-polnischen Zloty. Auch den schauen wir uns im Tageschart an, wie immer, weil wenn dort Bewegung kommt, kann man das in allen Zeiteinheiten traden. Moment, euro-polnische Zloty hatten wir gerade. Wir brauchen Neuseeland-Dollar, Schweizer Frank. So. Neuseeland, Dollar, Schweizer Franken. So, hier. Nicht immer nur auf den Spickzettel schauen, sondern auch mal gucken, was wir schon hatten. Neuseeland, Dollar, Schweizer Franken. So. Wie
wir sehen, sehen wir die Stunde, wir wollen den Tag, den möchte ich Ihnen gern zeigen. Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Ah, es ist schön. Ich mag sowas zu sehen. Wir sehen hier wirklich sehr schön, dass es Sinn macht, auf diese kleinen Sachen zu schauen, die wir hier sehen. Mit kleinen Sachen meine ich. Guck mal einfach mal auf die Trends. Was haben wir hier gesehen? Hier unten Trendentstehung. Wunderbar. Trendkorrektur, Fortsetzung. Wunderbar. Hier Trend hoch. Also das Korrekturtrend, dieses Abwärtstrend angelaufen, drüber gelaufen, wunderbar. Jetzt hier mustergültiger Anlauf dieses Hochs hier, dieses Korrekturhochs bei 0,68046. So, und hier an der Stelle ist es jetzt echt interessant zu sehen. Wir haben, wenn wir uns den Trend da mal anschauen, den ich hier grün gezeichnet habe, haben wir eine sehr, sehr weit gelaufene Korrektur. Bewegung, das ist einfach so. Eine weit gelaufene Bewegung kann halt irgendwann auch mal anfangen zu korrigieren. Und das ist das, was wir momentan sehen. Wir sehen jetzt hier momentan so ein bisschen Konsolidierungsverhalten in diesem Widerstandsbereich um dieses Korrekturhoch aus dem Abwärtstrend bei 0,68046. So, hier kann sich jetzt Diverses ergeben. Wir können eine schöne Formationsbildung sehen. Wir können einen seitwärts laufenden Markt sehen, der einfach hier oben so eine hohe Korrektur macht, es kann sich ein Dreieck ausbilden, all das gibt es an Möglichkeiten. Oder wir machen einfach ein Stückchen Abprall von oben, laufen nach unten. Da wird es dann für den Fall der Korrektur interessant, einmal auf naheliegende Tagestiefs zu schauen. Also das ist jetzt hier ein bisschen nah ran. Ich glaube, das ist für viele einfach viel zu wenig Raum, um einen profitablen Trade am Ende auch hinzubekommen. Selbst wenn der Markt hier ranläuft, es ist einfach zu wenig Spielraum, zumindest in meinen Augen. Da schauen wir doch eher mal auf ein paar Tagestiefs, die hier liegen. Und da haben wir das Tagestief hier um die 0,67360, beziehungsweise hier unten das Tagestief vom 6.11. bei 0,66784. Das wären mal erste Anlaufpunkte, wenn wir eine tiefere Korrektur sehen. Das heißt, wenn wir keine flache Konsolidierung sehen auf hohem Niveau, sondern wenn wir tiefere Korrektur sehen, das wäre dann im unteren Bereich zu sehen als erste Anlaufpunkte. Der Markt kann natürlich viel tiefer laufen, ne? Wir haben hier unten natürlich dann entsprechend ein Level, wo wir einen, sag ich mal, Supportbereich haben, um diesen Trendausbruch, das heißt, wo dort unten der Trend weitergelaufen ist hier an dieser Stelle, das sind auch immer gerne mal Level, wo der Markt nach unten mitgeht, oder Sie messen Fibonacci-Levels aus, das können Sie ja alles machen. Das sind Marken, die haben wir hier nach unten, das wäre dann eine tiefe Korrektur, das wäre dann allerdings auch ein Zeichen, dass so ein bisschen stärker aus dem Markt rausgegangen ist. Ja? Das ist ja eine sehr, sehr starke Situation gewesen. Und wenn wir hier an dieser Stelle jetzt den Markt einfach seitwärts laufen sehen, dann ist das auch ein sehr, sehr großes Zeichen von Stärke, dass wir so eine Seitwärtskonsolidierung bekommen. Da sehen wir, also es will quasi keiner verkaufen. Und das ist interessant auch zu sehen. Das heißt, wir warten jetzt hier einfach mal ab, was hier im Tageschart entsprechend passiert. Und schlecht ist es halt für den aktiven Trader, der im Intraday traden möchte, wenn wir hier so eine leichte, flache Range haben, da ergeben sich halt keine Trends. Aber als Swing hoch, hoch interessant zu sehen, läuft es hier runter oder läuft es nach oben. Wenn der Markt hier direkt wieder die Stärke aufnimmt und nach oben läuft, dann haben wir hier nach oben hin natürlich, wenn wir diese Marke hier überbrechen, erst einmal ein paar Tageshochs vor uns liegen. Die nächsten beiden sind ja bei 0,68402, also das ist dieses hier drüben, dieser Bereich in etwa. Und dann haben wir hier die 0,68943 und dann können wir hier an dieser Stelle auch nochmal, wer das möchte, ein bisschen höher schauen. Hier haben wir noch ein Tageshoch bei 0,69073, beziehungsweise dann kurz bevor wir in den nächsten Widerstandsbereich reinlaufen, noch die 0,69343. Das ist mal das, was wir an Tageshochs haben, die der Markt hier auf alle Fälle nach oben hin anlaufen kann und auch wird, wenn er das nächste Widerstandslevel anlegt. Das heißt, wir können uns hier mit Blick in diesen Chart ja jetzt schon die Frage stellen, wenn sich diese schöne Aufwärtsdynamik, dieser wunderbare Aufwärtstrend nach oben hin fortsetzt, wer kauft denn nach uns? Und da sehen wir, das haben wir gestern im Seminar ja auch besprochen in Berlin, dann sehen wir halt aus dem alten Trendverlauf, wo mit möglicher Wahrscheinlichkeit ein paar Absicherungsorders liegen. Und die Absicherungsorders der Trendhändler, die den Abwärtstrend vorgetradet haben, die könnten unter Umständen ja an diesen Korrekturhochs liegen. Und das ist ja der Punkt. Das heißt, wir haben hier Korrekturhochs 3 Stück, also 2 Stück und dann noch diesen Hochbereich hier liegen bei 0,69566, 0,70, 362 und dann hier oben diesen Bereich bei 0,71.
1, 3, 5. Das sind sicherlich Sachen, auch hier, nichts für den Intraday-Handel. Da wird der Markt heute hier nicht hinlaufen. Ne? Aber wenn mal so ein bisschen Dynamik reinkommt, warum soll man das nicht als Swing an dieser Stelle mitnehmen? Und das gibt der Tageschart ja her. Im kurzfristigen Trading ergeben sich dann auch immer wieder Sachen, weil diese Dynamik, wenn wir nach oben laufen, da können wir natürlich schön die Tageshochs mitnehmen, auch im kurzfristigen Bereich. Und das sind dann die Level, die zur Planung hier entsprechend auch stehen. Im Intraday-Bereich muss das natürlich irgendwo in der normalen Schwankungsbreite des Marktes liegen. Da ist es halt illusorisch, mit einer Kerze hier hochzulaufen. Ne? Sondern da ist es wirklich sinnvoller zu sagen, okay, was kann denn eine normale Tagesschwankung erreichen? Und wenn wir hier naheliegende Tageshochs haben, das ist dann schon immer ein Bereich, wo wir ranlaufen können, auch im kurzfristigen Trading. Deswegen schauen wir hier drauf. Und jetzt ist es halt wirklich interessant, auch für den heutigen Handelstag, sollte der Markt direkt wieder in die Stärke reinlaufen, dann haben wir halt hier kurzfristig Tageshoch, Tageshoch, Tageshoch. Da kann Dynamik reinkommen und das ist das, was wir hier an dieser Stelle auf alle Fälle auch sehen können, wenn der Markt sich in diese Richtung auch weiterentwickelt und bewegt. Damit also zu den heutigen Handelsideen hier an dieser Stelle. Ich muss mal eben kurz in die Fragen schauen, kleinen Augenblick, ob wir hier eine Nachricht haben. Das möchte ich gerade mal noch abklären, dass wir hier die Fragen nichts alles passen. Gut. Fragen haben wir hier gerade keine, weder im GoToWebinar noch auf Facebook. Von der Seite her kann ich einfach mit dem Programm hier weitermachen. Was machen wir jetzt, nachdem wir die heutigen Handelsideen hier entsprechend auch durchgeschaut haben? Sehen wir uns jetzt einmal die Planung der Nachrichten für die kommende Woche an. Ne? Das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig für diejenigen, die auch die Wochenvorbereitung vielleicht auch am Wochenende machen, am Samstag oder Sonntag, um sich auf wichtige Ereignisse der Vorwoche, der nachfolgenden Woche auch mit vorzubereiten. Hier sehen wir mal entsprechend die Termine. Wir sehen den Dienstag. Am Montag gibt es jetzt nichts mit der Relevanz 3. Hier stehen auch immer nur die wichtigsten Termine in der Woche drinnen und zwar auch hier wieder aus der Eurozone und dem US-Dollar-Bereich, also den USA. Gibt natürlich noch viele, viele andere Länder. Da bitte auch selbst nachschauen, wer da Interesse hat. In Kanada, in Frankreich, in Großbritannien, das gibt es natürlich immer alles. Ich persönlich nutze dazu gerne hier entsprechend, um das Ganze zu planen, die Website von investing.com, aber es gibt viele Kalender, die Sie da entsprechend nutzen können, um die Tagesvorschau entsprechend anzuschauen oder die Wochenvorschau selbst auch zu machen, angepasst an Ihre Bedürfnisse. Hier mit Blick auf die wichtigsten Nachrichten haben wir am kommenden Dienstag um 11 Uhr gibt es den ZEW Konjunkturindex. Da kriegen wir so ein bisschen mitgeteilt, wie denn entsprechend die Lage hier um die deutsche Konjunktur ist. Prognose, wir sehen das hier, ein Rückgang um 25 Basispunkte. Am Mittwoch geht es dann weiter. Da kriegt man sehr früh in der sehr früh am Tag um 8 Uhr hier das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland für das dritte Quartal. Man geht hier von einem leichten Rückgang aus. Schauen wir mal. Ich denke mal, wenn das Ganze sich ja positiv entwickelt und wir hier eine positive Überraschung sehen, könnte das Ganze auch sehr, sehr schön entsprechend mit nach oben laufen. 14.30 Uhr gibt es dann den Verbraucherpreisindex aus den USA. Zuwachs um 0,2% erwartet und am Mittwoch dann wie immer im Standardbereich die Rohöl-Lagerbestände. Rohöl gucken wir uns nachher auch gleich im Chart noch einmal an, dass wir das Ganze hier auch sehen können. Dann ist es am Donnerstag, den 15. November, dass wir ja eine Rede von Herrn Powell bekommen. Bitte jetzt nicht die Augen reiben. Da steht hier geschrieben um 0.05 Uhr deutscher Zeit am in den USA ist es dann natürlich um eine andere Zeit, aber die Rede kommt halt. Das werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mitbekommen. Wir schlafen meistens um diese Zeit, aber ansonsten ist das halt an diesem Tag auch da. Das kann natürlich auch die Märkte entsprechend bewegen. Das ist dann natürlich auch eine Zeit, da sind die US-Märkte längst geschlossen. Das heißt, das wird dann am Folgetag verarbeitet, wenn der Herr Powell irgendwas Wichtiges sagt, was die Märkte hier entsprechend auch bewegen kann. Das zum Beginn des Tages und dann haben wir am Nachmittag um 14.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze in den USA für den Monat Oktober. Wir bekommen den Philly Fed Herstellungsindex und dann noch die Einzelhandelsumsätze für den Monat Oktober. Und um 17 Uhr gibt es dann nochmal Informationen über Rohöllagerbestände.
Bestände. Ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied zwischen der Mittwoch- und der Donnerstag-Ausgabe ist, aber es steht im Kalender drin und wir wissen entsprechend, dass das Ganze hier ja miteinander kommen kann. Wir sehen hier oben auch, wenn Sie es an der Stelle mal sehen, das sind die gleichen Werte. Ich gehe mal aber ganz stark davon aus, dass wir das Ganze hier am Mittwoch bekommen werden und damit ist gut. Ich denke mal, Donnerstag wird das Ganze nicht noch ein zweites Mal veröffentlicht, das wäre ja Käse. Gut, dann schauen wir auf den Freitag. Am Freitag, wichtigste Nachricht hier aus der Eurozone. Es gibt den Verbraucherpreisindex. Hier ist mit einem Anstieg um 2,2% zu rechnen. Das ist mal die Prognose, die wir hier haben. Und damit sehen wir, die Verbraucherpreise steigen an. Auf dem Sparbuch gibt es keine Zinsen. Das heißt, wunderbar, unser Geld wird immer, immer weniger wert. Für diejenigen, die sich auf dem Sparbuch in Sicherheit wiegen, dass doch da alles so toll ist. Ja, das Geld, was dort liegt, das ist auch drauf. Wenn sie heute 100.000 drauf haben und am Montag gucken, haben sie auch 100.000 drauf. Nur ihr Geld wird halt über die Jahre immer, immer weniger wert, weil bei einem Nullverzinsungsniveau auf dem Sparbuch und einer Inflation von über 2%, da wissen wir halt, dass wir jedes Jahr 2% mal locker verlieren. Das ist halt das Punkt, das Thema und deswegen traden wir hier, deswegen freue ich mich auch, dass Sie hier an dieser Stelle auch mit zuschauen und hier immer wieder ja Möglichkeiten fürs Trading zu suchen, wo Sie wirklich echte ja Wertzuwächse auf Ihrem Konto im Portfolio auch erreichen können, die jenseits der Dinge liegen, was Ihr Sparzins auf dem Sparkonto entsprechend hier auch bringen kann. Das zu den wichtigsten Terminen für die kommende Woche an dieser Stelle. Und damit würde ich ganz gerne hier das nächste Thema auch ansprechen. Das heißt, wir machen jetzt einen Rundumblick und wir schauen auch mal, wie man entsprechend hier strategisch vorgehen kann, dass man nicht immer die Einstiege verpasst. Ja? Weil das ist ja immer so ein Thema. Ich mache gleich mal die Charts auch wieder auf hier. Wenn wir uns die Indizes auch anschauen, dann wünscht man sich ja so, ihr habt das ja schon häufig besprochen bei den Indizes, es wäre doch schön, wenn wir mal eine W-förmige Korrektur bekommen können. Aber wenn sich das alle wünschen, passiert das halt oft nicht und dann haben wir halt diese blöde V-Form. Und da dann reinzukommen, ist halt relativ schwierig. Es gibt aber Strategien, wie ich das gesagt habe, wie man das Ganze so ein bisschen trotzdem anpacken kann. Und das hängt einfach mit der Marktnähe zusammen, dass man mit dem Markt auch ständig verbunden ist und nicht an der Seitenlinie steht und sagt, jetzt warte ich mal, bis das W kommt. Und wenn das W kommt, dann gehe ich auch wirklich rein. Diesmal gehe ich wirklich rein. Ich habe das schon oft gehört und bei vielen Händlern gesehen, dass aus dem diesmal gehe ich dann wirklich rein, doch wieder was anderes geworden ist. Und deswegen gucken wir uns mal an, wie wir das Ganze hier mit umgehen können. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir starten hier mal mit unserem Heimatindex, den DAX. Nicht wundern, dass hier alles raus ist. Hier steht nichts drinnen momentan. Ganz einfach, die Version, die ich jetzt hier drauf habe, das ist auf meinem Laptop, den ich hier zum Traden mit dabei habe. Diejenigen, die Facebook haben und auch Facebook-Freund von mir persönlich sind, die haben auch gesehen, was ich gestern hier aus dem Hotel gepostet habe, wie das Ganze ausschaut. Das kann man sich hier auch mal anschauen, wer das Ganze mag, ist auf meiner Website oder ich poste das nachher einfach mal hier in Tickmill, wenn ich unterwegs bin, damit Sie sehen können, wie das unterwegs auch ausschaut. Und deswegen ist die Handelsstation hier entsprechend auch auf dem Laptop nicht so oft in Benutzung und deswegen fehlen hier an dieser Stelle natürlich auch alle Einzeichnungen hier in diesem Markt. So, jetzt gucken wir mal auf den DAX und ich nehme an, diejenigen von Ihnen, die schon versiert sind, sehen, was ich auch sehe, einen wunderschönen Abwärtstrend, der in einer wunderschönen tiefen Korrektur ist und jetzt momentan aktuell möglicherweise wieder gen Süden läuft. So, das zeichne ich auch für all diejenigen ein, die es nicht gleich direkt sehen. Hier der entsprechende Abwärtstrend, der läuft ja nun schon auch eine ganze Weile nach unten hin. Kleinen Augenblick, so, da machen wir das mal sehr schön. Unten, nach oben, nach unten. Das sind halt ganz normal immer wieder die schönen Bewegungen und Korrekturen, die sich hier in diesem Bereich auch abwechseln, was das Ganze auch schön planbar macht, ne? Für das Trading entsprechend an dieser Stelle. Also hier diese Märkte mal mit reingenommen und auch immer zu sehen, man kann durchaus sehr, sehr schön aus den entsprechenden tiefen Korrekturen wieder in Trendrichtung traden. Und da hat uns der DAX ja immer wieder den Gefallen getan und hat tief korrigiert in diesem Bereich hier. Der nächste Schritt, dann haben wir hier etwas flachere Korrektur gesehen, hier in die Nähe dieses Widerstandsbereichs reingelaufen und dann hier den letzten Schub nach unten gemacht. Und jetzt haben wir aktuell einfach nur die tiefe Korrektur und der Markt dreht hier rum. Jetzt kommt es halt drauf an, hier im DAX, da kann jetzt natürlich die Möglichkeit gespielt werden,
dass wir dieses zweite Bein bekommen. Ja, das ist ja das, das wäre wirklich eine sehr, sehr schöne Situation, die wir hier haben. Wir hatten ja im Wochenchart, als wir uns den DAX mal angeschaut haben, ich gehe mal ganz kurz auf die Woche drauf, haben wir hier diese Schulterkopf-Schulterformation gesehen, wo die Nackenlinie unterschritten worden ist. Und jetzt haben wir hier sozusagen in diesem Bereich, wo war denn das Tief gewesen? Hier schauen wir mal kurz, das Wochentag Tief lag bei 11.000 knapp 50 Punkte im Low hier. Und jetzt wäre es natürlich interessant zu sehen, wenn wir hier tatsächlich einen Rebound bekommen, der nachhaltig wird, ja, dann würde das jetzt aus aktueller Sicht möglicherweise dazu führen, dass wir im Tageschart wirklich ein zweites Bein sehen. Das heißt, dass wir hier entsprechend jetzt hier nach oben laufen, dann jetzt vielleicht noch etwas, ich mache diese Linie mal etwas anders vom Kontrast her, dass wir sehen, was als Strategieplanung hier entsprechend kommt, dass wir hier jetzt diesen Hochweg haben, dass wir dann entsprechend etwas später die Korrektur sehen, wohin auch immer die läuft, das weiß ich ja selber nicht. Wichtig ist halt, und das ist ganz wichtig, sie muss umdrehen, bevor wir hier unten drunter gehen. Das heißt vorher, sonst hätten wir kein höheres Tief. So, dann haben wir das höhere Tief und das ist dann das Interessante, wenn der Markt das tut und uns dann an dieser Stelle hier unten wieder die Umkehr bringt, dass wir dann entsprechend sehen können, jetzt gibt es das zweite Bein mit guter Wahrscheinlichkeit und wenn er dann hier drüber läuft, dann haben wir schön den Aufwärtstrend erst einmal. Da müssen wir zwar noch über diese Marke hier unten bei knapp 11.900 Punkten oben drüber gehen, aber das ist ja nicht unmöglich. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist spannend zu sehen. Wir haben jetzt hier auch ein Hoch, ein tieferes Hoch. Wenn wir hier unten drunter gehen, ist es ein Abwärtstrend. Wenn der Markt sich aber wieder fängt, dann könnte hier Aufwärtsdynamik reinkommen. Also hier ist viel, hätte, wäre, wenn an Möglichkeiten da. Wir müssen jetzt einfach nur schauen, wie wir das Ganze anpacken können, um dann entsprechend mit dem Weg nach oben zu beschreiten. Das ist ja das Interessante, was wir hier sehen können. Und jetzt möglicherweise gibt es wirklich dann auch die W-Form. Wichtig ist halt, dass wir da einfach mal abwarten, was der Markt hier entsprechend auch mitmacht. Stellen wir uns hier an dieser Stelle auch mal die Frage, wie konnte man denn hier beispielsweise auch im DAX davon ausgehen, hier an dieser Stelle hier unten zu sehen, Mensch, hier könnte jetzt tatsächlich der Bereich sein, wo der Markt nach oben läuft. Und da, das ist so eine Sache, da schauen wir hatten das glaube ich auch live in einem Webinar besprochen hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, das heißt in der Stunde, das muss ich jetzt mal etwas weiter zusammenzoomen, dass wir es hier sehen, schauen wir mal hier. Das ist der Bereich, jetzt muss ich mal ganz kurz hier oben diese Feststeller rausnehmen, dass wir hier rüberlaufen können. Hier unten, das war schön der Bereich, wo wir hochgelaufen sind. Und hier haben wir halt gesehen, hier hat sich in diesem Boden, hier, das waren die Tagestiefs, diese Spikes, die wir nach unten gesehen haben, hat sich der Markt schön nach oben entwickelt und schön einen Aufwärtstrend gebildet. Und sowas kann man dann dazu nutzen, wenn wir so eine Bodenbildung unten sehen, dass der Markt hier wirklich hochgeht, das kann man dann wirklich schön dazu nutzen, von unten her rauszutreten und nach oben zu laufen und dann einfach auch mal zu sagen, wo sind denn jetzt entsprechende Korrekturhochs hier, wo der Markt auch ranlaufen kann. Hier war der Rumdreher von unten, alles schön nach oben rausgelaufen und dann entsprechend hier, ja, bis wohin ist der Markt gelaufen? Bis knapp hier oben rein, bis in dieses Level oben rein ist er schon gekommen und dann hat jetzt entsprechend auch Korrektur angesetzt, wo der Markt hier rumgefallen ist. Da sind wir schön reingelaufen, das konnte man schön planen. Da sieht man, da zeigt einem der Markt von unten aus den kleineren Zeiteinheiten, dass er entsprechend auch rumdrehen möchte und das Ganze an dieser Stelle auch mit, ja, zu sehen und das Ganze auch mit zu begleiten. Das also hier im deutschen Aktienindex, dem DAX. So, jetzt muss ich hier wieder die Automatik einstellen, dass wir auch ein bisschen Kurshistorie sehen und dann passt das also alles so. Hier im DAX weiterhin Abwärtstrenddynamik mit der Chance auf Aufwärtstrenddynamik, aber die Chance muss der Markt definitiv erst wahrnehmen. Ja? Wir brauchen hier erst wieder die positiven Zeichen, dass der Markt hoch will. Dann haben wir die Chance nach oben. Ansonsten rein auf die Trendgeschichte zu sehen, ist das hier nichts anderes als eine Korrektur mit einer Umkehr, die jetzt wieder nach unten läuft. Banal gesehen Anlaufmarkt hier unten, wenn der Trend sich fortsetzt, bei der Marke von ungefähr 11.050 Punkten. Was hatten wir hier unten am Tief? Gucken wir mal ganz kurz. Nee, Low. Ja, 11.054, also unten in diesem Bereich um die 11.050 Punkte Marke als Ziel, wenn dieser Trend sich fortsetzt. Da muss er ja dann auf alle Fälle drüber laufen. Aber wir haben hier an dieser Stelle auch wieder die Möglichkeit, dass sich hier an dieser Stelle ein höheres Tief bildet und der Markt dann dreht. Das wäre eine schöne Ausgangssituation für einen ordentlichen Gegenrebound von diesem starken Rutsch, den wir hier jetzt an dieser Stelle seit, ja, seit wann haben wir das Ganze nach unten laufen? Seit Mai.
also diesen starken Schub nach unten mal ein bisschen zu korrigieren. Das also im DAX. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal in den nächsten Markt rein. Übrigens auch noch die Einleitung oder Einladung meinerseits nochmal ausgesprochen. Wer gerne hier einen Markt wirklich analysiert haben möchte, einen Wunsch hat, einfach bitte posten, dann können wir uns das Ganze hier anschauen. Und ich hoffe auch, dass mir hier Facebook all die Sachen live auch anzeigt. Siehste, ich sehe gerade hier, Sascha, du hast was geschrieben, ich gucke gleich mal rein. Machst du auch einen Euro? Ja, supi, mache ich, na klar, gucke ich rein, kriegen wir hin. Wir machen jetzt mal den Euro gleich mit rein. Wir sind ja gerade im DAX, DAX ist ja auch ein Euro. Gucken wir uns, bevor wir auf die US-Märkte gucken, einfach mal den Euro-US-Dollar an. Ach, wenn ich den Dollar sehe und den WTI, es ist Wahnsinn, irre. Wunderbar. Gut, also hier. So, muss ich nur auf OK klicken, dass ich das habe. So, dann gucken wir mal, ob wir die runden Marken rauskriegen. Wir kriegen sie raus. Auch das ist schön. Bid und Ask brauchen wir gerade auch nicht. So, schön aufgeräumter Markt. So, gucken wir uns mal den Euro-US-Dollar an. Trade ich auch ganz gerne. Ich persönlich nicht ganz so gerne in den kleinsten Zeiteinheiten. Ich habe damit mehr Erfolg gehabt, die größeren Dinge zu traden. Das hängt aber einfach mit meinem Zeitkontingent zusammen, was ich hier entsprechend habe. Und da ist es halt einfach häufig für mich entspannter, die größeren Zeiteinheiten zu traden, also den Tageschart. Als das Ganze kurz im Intraday-Trading-Bereich zu machen, ist es einfach, die Zeit fehlt mir, das Ganze zu betreuen. Nichtsdestotrotz ist immer wieder schön, den Markt hier zu sehen. Was wir hier im Euro-US-Dollar jetzt momentan haben, wenn wir uns die Woche mal anschauen, ist einfach ein abwärtsgerichteter Markt. Ne? Wir sehen hier schön diese Abwärtsdynamik und innerhalb dieser Abwärtsdynamik haben wir jetzt hier eine relativ breite Range. Wir haben die Oberseite und ich markiere es gleich mal noch. Wir haben die Unterseite hier in diesem Bereich hier, diese Marken, wo wir unten rangelaufen sind schon mal. Mal gucken, wir ziehen das Ganze mal ganz kurz ein Stückchen rüber. Hier ist halt auch immer mal etwas Bewegung um diesen Bereich gewesen. Kleinen Augenblick, ich mache hier schnell mal noch die Preismarken dran. So, einmal hier oben quasi und einmal nach unten, damit wir das auch im Tageschart auch gleich mit sehen können. Das sind mal so die Level, die wir hier an dieser Stelle auch haben. Das heißt, einmal hier unten die Marke von um die 1,13 und hier oben von der Marke von um die knapp 1,17,9. Da sind wir rangelaufen. Wir sehen aber die Abwärtsdynamik von oben kommen. Das heißt, ich persönlich sehe diesen Markt auch eher nach unten gerichtet als nach oben gerichtet, dass wenn wir das Ganze hier an dieser Stelle sehen. Es gibt aber immer wieder Rebounds. Das heißt, wir sehen das ja auch hier. Der Markt gibt solche Marken hier nicht kampflos her. Das heißt, je nachdem, wie Ihr Kontingent an Trading ist, wenn Sie wirklich kurzfristig sind, an diesen Marken ergeben sich immer wieder schöne Rebound-Chancen, dass der Markt nach oben abstellt. Aber wir sehen ja, was der Markt nach diesen Schüben nach oben immer wieder macht. Er fängt immer wieder auch an, nach unten hin abzuverkaufen. Und das gucken wir uns jetzt mal eben in der Woche an. Und in der Woche sehen wir halt sehr, sehr schön. Wir hatten hier wieder diesen Abprall von unten, sind dann hochgelaufen, haben sogar einen Aufwärtstrend gebildet, ja, und sind dann an dieser Marke von 1,1788 einfach mustergültig abgeprallt. So, jetzt haben wir hier den Abwärtstrend am Laufen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie kurzfristig Sie unterwegs sind. Ne? Wenn Sie eher im sehr kurzfristigen Bereich unterwegs sind, dann sehen wir halt hier, schauen Sie sich das mal an, schön diesen Abwärtstrend hier am Laufen, Bewegung, Korrektur, Bewegung, hier sind wir runtergelaufen, das heißt, da muss man dann auch wirklich mal in die Stunde schauen, aber wir haben jetzt hier in diesem Tagestrend auch gesehen, diese Kerze hier, ich mache mal kurz einen Pfeil dran, dies hier, und was haben wir hier gehabt? Na gut, ich habe ein Kreuz gemacht, auch nicht schlimm, das ist ein wunderschönes Signal. Umkehr. Das Gleiche, was wir haben. Und da sehen wir, dass der Markt abwärts gerichtet ist und solche Dinge auch immer sehr gerne mitnimmt. Hier, selbe Situation. Zack. Schöne Umkehrkerze an der Stelle. Und da lief der Markt dann tatsächlich auch mit runter. Das heißt, wir haben diese Umkehrkerze dort bekommen. Schutzsignal ist da. Schutzsignal wurde getriggert. Das heißt, nach unten hin alles schön abwärts gerichtet. Wie schon gesagt, wir laufen jetzt hier an die 13 ran, an die 1,13. Da ist es natürlich spannend zu sehen, wie der Markt hier unten reagiert, ob ein Abprall kommt oder nicht. Wenn der nicht kommt, dann haben wir hier eine gute Chance, weiter
nach unten zu laufen. Da muss ich jetzt mal den Chart etwas kleiner zoomen, dass wir hier etwas sehen. Da müssen wir nämlich in der Historie weiter zurückgehen. Der nächste Anlaufpunkt, den wir hier dann im mittelfristigen Bereich sehen, mittelfristig, das klingt immer so wie ein halbes Jahr oder so, aber einfach von der Zeitebene, wenn man mal sieht, wie lange das dauert, bis diese Bewegungen auch abgeschlossen sind, dann wäre der nächste Anlaufbereich auf der Unterseite dann zu sehen, hier unten in diesem Bereich, um diese Tiefs bei 1,11 irgendwo hier in diesem Bereich. Gucken wir mal, wo wir hier gewesen sind. Das waren die Marken, ja, Low 1,11430. Dieser Bereich ist dann der nächste Anlaufbereich, den wir hier haben. Da setzt sich das Ganze hier dann auch entsprechend fort. Wie schon gesagt, da muss der Markt auch hier drunter laufen. Das kommt dann halt immer darauf an, wie das eigene persönliche Zeitkontingent ist. Wie schon gesagt, ich persönlich bin hier short in diesem Markt schon seit April. Von der Seite her läuft das Ganze wirklich hervorragend als trendtechnische Gesichtsweise. Also hier in diesem Punkt. Und wer das Ganze im ganz kurzfristigen Bereich traden möchte, der guckt einfach mal in die Stundentrends. Das machen wir jetzt auch mal. Wir nehmen uns hier die Stunde einfach mal vor und gucken uns den Stundentrend mal an. Und da sehen wir in der Stunde momentan halt auch wieder diese Umkehr, die wir oben hatten. Und hier diesen schönen laufenden Abwärtstrend, der sich auch immer wieder schön fortsetzt. Der korrigiert momentan auch gar nicht tief. Ich mache das Ganze mal kurz etwas größer, sondern die Korrekturen fallen hier immer flach aus. Was man halt wissen muss, der Euro spiked auch immer mal ein bisschen, das muss man bei den Stops etwas mit beachten, aber das sind halt schöne Sachen hier, flache Korrektur, zack, wieder nach unten, hier wieder ein bisschen kleine Korrektur, zack, wieder nach unten. Das ist halt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen und wie schon gesagt, auch im kleinen, kurzfristigen Bereich, jetzt wird es halt spannend, was der Markt hier unten macht. Da haben wir einen Support und diesen Support, den darf man auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise ignorieren, negieren, das braucht man, das ist unbedingt, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, das muss man im Auge behalten, weil hier ist der Markt wieder mustergültig aufgesprungen und hat nach oben gedreht und das ist natürlich blöde, wenn Sie gerade jetzt hier unten eine Short-Position aufmachen wollen, um zu sagen, kurzfristig, jetzt kommt es hier zum Bruch und dann kommt der Rebound. Das heißt, das sind so die Marken, wo wir wirklich auch hinschauen sollten, um das Ganze entsprechend ja, mit reinnehmen. So, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in den nächsten Index rein. Ein paar Minuten Zeit haben wir noch, deswegen gucken wir jetzt mal kurz auf die US-Märkte und dann schauen wir uns mal noch den WTI an. Das hatte ich ja hier an dieser Stelle auch gesagt. So, jetzt gehen wir wieder in die Marktübersicht rein, nehmen uns jetzt hier mal den US-Markt vor, den S&P 500 hier an dieser Stelle. Auch hier ein Markt, der uns ja immer wieder Freude bereitet. Also mir zumindest. Einfach wegen seinen wirklich schönen Geschichten, die er macht. Das haben wir hier unten auch wieder gesehen. Dieser mustergültige Abprall hier unten von dieser Marke um die 2600 Punkte. Hier kommen wir einfach nochmal kurz darauf hin zu sprechen. Wie kann man denn sozusagen sagen, ich möchte so eine Reformations auch mitnehmen, wenn sie denn dann kommen? Folgender Punkt. Wenn der Markt hier unten steht, das sind ja Marken, wo wir sozusagen hier in diesen Bereichen sehen können, das sind Supportbereiche. Da geht der Markt sozusagen ran und läuft wieder hoch. Das haben wir hier gesehen in diesem Bereich, das haben wir hier gesehen in diesem Bereich, das gab es halt immer, immer wieder. So. Folgendermaßen, das sind so die Punkte an dieser Stelle, wenn wir hier unten sind, das sind ja die Punkte im Chart, wenn man jetzt sagt, wenn der Markt tatsächlich hier unten drunter runterschiebt, dann könnte es knallen. Dann könnte es richtig heftig nach unten abgehen. Das heißt, das sind ja die Punkte, wo wir die größten Risiken überhaupt haben. Das heißt, das Risiko ist ja wirklich, dass der Markt hier drunter schiebt und diese Level komplett rausnimmt und sich dann nach unten verabschiedet. Das ist ja das größte Risiko. Aber an den Stellen haben wir Trader auch die größten Chancen. Und das sind die schönsten Drehpunkte, weil das sind häufig die Punkte, wo das Geld am leichtesten zu verdienen ist. Da hat man zwar das größte Risiko, weil man nicht weiß, ob es wirklich dazu kommt, aber wir haben auch die größten Chancen. Und hier kann man sozusagen als Händler über ein cleveres Money Management den Markt trotzdem anpacken. Das heißt, hier an diesen Stellen, wenn Sie sowas hier unten sehen, dann kann man sich hinlegen und sagen, wenn der Markt hier rumdreht, dann gehe ich eine Position ein, die verglichen mit normalen Positionen, so mache ich das in solchen Situationen, klein sind, dass man einfach sagt, man ist erst einmal am Markt und man ist auch im Markt. Man steht nicht daneben, sondern man ist als Händler direkt mit dem Markt verbunden. So. Und wenn das jetzt hier kommt, dass wir hier entsprechend die Umkehr sehen, dann läuft der Markt hoch und wir sind mit dabei. Das ist das eine. Dreht der Markt aber rum, haben wir hier halt auch die Möglichkeit, uns wirklich schön eng abzusichern. Das heißt, wer den Markt jetzt hier nach unten nimmt und sagt, hier ist dieser Eventbereich und
sichert sich hier drunter ab, dann können wir halt sagen, wirklich, wenn er diese Marken hier unten rausnimmt, wenn er diese bricht, dann haben wir einfach nur Pech gehabt. Das heißt aber, wir haben zu der riesengroßen Chance, die wir für den Rebound haben, ein entsprechend kleines Risiko. Und das können wir eingehen. Und wenn die Positionen dann auch noch klein sind, dann kann man das mit relativer Ruhe entsprechend auch wirklich sehr, sehr schön traden und sich auch relativ nah entsprechend absichern und sagen, okay, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es klappt, dann kann man sich ja nach oben skalieren, indem man sozusagen die Stundentrends anpackt. Ich zeige hier mal ganz kurz den Stundentrend. Und dann entsprechend hier die Marke nach oben tradet. Das heißt, hier unten haben wir es ja gesehen, hier hat sich der Schub nach oben entwickelt und dann kann man halt aus den Korrekturen der Stunde entsprechend nach oben laufen. Wohlwissend auch immer, es kann hier auch immer mal ein bisschen erratisch zugehen, das muss man einfach wissen, das sind keine einfach zu tradenden Märkte. Nur die, die bei so einer V-Formation dabei sein wollen, irgendwo muss man reinpacken und dann muss man einfach zupacken, da unten, wenn der Markt hier ist, weil er gibt uns hier nicht die Chance, irgendwelche Trends zu erkennen, sondern in aller Regel ist es so, dass es da einfach nach oben schnappt. Der Markt läuft dran, dann schnappt er nach oben und dann ist gut. Und da ist auch für sowas die Stunde häufig viel zu groß, die Zeiteinheit. Das muss man dann in den kleineren Zeiteinheiten sehen, aber Sie wissen ja selber, wenn wir uns das ganze Ding hier auf 5-Minuten-Basis ankommen, der 5-Minuten-Trend, der ist hier auch mal gebrochen worden und wer da zu eng dran ist, der fliegt einfach raus aus den Positionen. Also es ist nicht leicht, auch mental nicht leicht, diese Situationen hier unten zu traden, aber es ist machbar und das ist der Punkt. Wichtig ist, Sie müssen in diesen Situationen nicht daneben stehen und sagen, wenn es das nächste Mal soweit ist, dann gehe ich mit rein, sondern hier ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie sagen, der Markt wird sozusagen hier an dieser Stelle reingehen, nach oben schnappen, wenn es klappt, sind Sie dabei und wenn nicht, dann fliegen Sie hier unten bei der Absicherung raus und fertig ist. Und dann sind Sie aber dabei, dann haben Sie ein Gefühl für den Markt und dann wissen Sie gleich, wie der Markt tickt. Wenn Sie nur daneben stehen, wissen Sie das hier entsprechend nämlich nicht. Ich sehe gerade hier in diesem Chartfenster, hier ist noch oben Euro-US-Dollar eingeblendet. Wir sind hier natürlich nicht im Euro-US-Dollar, sondern wir sind, wie Sie es hier oben sehen, im US-Dollar, im US-500, das heißt im S&P 500. Ich muss da hier ganz kurz mal die Anzeige rausmachen. Dann haben wir es sauber. Jetzt haben wir auch den S&P 500 hier entsprechend drinnen stehen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Tageschart im S&P 500. Tageschart zeigt uns an, hier Abwärtstrend ist ganz klar, ist immer noch intakt, ja? Immer noch intakt, weil wir sind nicht hier über dieses Level oben raufgelaufen. Das heißt, rein aus trendtechnischer Sicht muss der Markt erstmal hier oben drüber laufen, über dieses Hoch, was wir hier gehabt haben, bei ungefähr 2822 Punkten. Da müssen wir drüber. Das, was wir jetzt sehen, ist Korrektur. Und das ist das Interessante. Auch hier müssen wir jetzt beobachten, wie sich dieser Markt hier an dieser Stelle schlägt. Ja? Und hier haben wir jetzt auch wieder die Chance oder das Risiko, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass der Markt wieder die Trendrichtung aufnimmt und wir sehr weit tief nach unten laufen. Das ist die Gefahr, die jetzt hier an dieser Stelle besteht. Das ist aber auch die Chance für diejenigen, die das kurzfristig traden wollen, so eine Umkehr frühzeitig zu erkennen und hier entsprechend, wir gucken mal schnell in die Stunde noch rein, das Ganze hier oben zu traden. Wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend, der ist da. Der ist wirklich da. Dieser Aufwärtstrend, den wir hier hatten, diesen letzten Trend, der die Bewegung sozusagen, da zoome ich mal noch etwas kleiner, hier haben wir ja schön diesen Aufwärtsschub gehabt hier und dann hat sich dieser Trend hier gebildet, der wird halt erst hier unten gebrochen, bis dahin und kann das ganze Teil problemlos hier, da unten diese Marke, das ist das letzte Tief, was wir hier haben, bei 2773 Punkten, 74 Punkten in diesem Drehrun, da wird erst dieser Trend nach oben gebrochen, das heißt, wir sehen jetzt hier einfach normale Korrektur, aber mit Blick in den Tageschart, ist das halt dann die Sache, dass der Markt hier wirklich auch die Chance hat, nach unten den Trend wieder aufzunehmen. Das heißt, hier wieder in Richtung des Tagestrends zu laufen und dann nach unten zu laufen. Wenn es dann blöde kommt, testen wir halt wieder hier unten diesen Bereich um die 2600 Punkte Marke. Aber wir können auch die Chance bekommen, ein W aus dem V zu machen. Das heißt, dass wir hier etwas Korrektur nach unten bekommen und der Markt dann, wie ich das vorhin auch beim DAX eingezeichnet habe, hier nach unten läuft und dann irgendwann rumdreht und das wäre dann der Markt hier nach oben zu richten. Also diese W-förmige Korrektur und das ist das, was interessant ist, wo das Potenzial drin steckt. Und wenn wir dann hier oben drüber laufen, dann haben wir wieder eine ganz, ganz andere Situation in den Charts und dann haben wir auch, wenn wir uns das Ganze mal auf der Wochenbasis hier entsprechend auch anschauen, dann haben wir hier die Korrektur tief gehabt, dann haben wir jetzt eine Bewegung gehabt, eine kleine Gegenbewegung und dann den Schub nach oben. Und das wäre dann sehr, sehr positiv. Und dann haben wir auch im Chart das Zeichen, dass wir eine gute Chance haben, wieder Richtung dieser alten Hochs zu laufen. Ob wir da drüber gehen, also Richtung 3000 Punkte hier im
S&P 500, das bleibt offen, das muss man sehen, aber auf alle Fälle haben wir hier die Chance. Und damit raus aus dem S&P 500 und jetzt schauen wir einfach mal in den WTI noch mit hinein, hier auch. Gucken wir uns mal auf Tagesbasis an. Den nehme ich halt einfach nur rein, weil wir hier schöne Bewegungen auch gesehen haben und der Ölpreis natürlich immer wieder interessant ist. Er steht momentan in einer weiten Bewegung. Er ist dynamisch nach unten gelaufen hier an dieser Stelle. Das sehen Sie auch hier, was hier passiert ist. Das ist einfach hier schöner Abwärtstrend. Ja. Jetzt haben wir ihn, da ist er da, ich versuche mal noch die runden Marken rauszukriegen, nur den Gefallen will er uns jetzt nicht tun, gut, dann lassen wir sie halt drin. Also wir sehen hier momentan hier schön diesen laufenden Abwärtstrend und der steht jetzt halt in extremer Bewegung. Und je extremer eine Bewegung wird, je höher wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann der Rebound kommt. Den habe ich für mich persönlich jetzt auch schon mit im Blick, dass ich halt einfach warte, wann bildet sich denn hier ein möglicher Rebound aus. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir laufen jetzt nämlich in ein interessantes Level rein hier im Ölpreis. Schauen Sie mal hier unten, diese Marke, das war ein Tief, wo sich diese Aufwärtstrend gebildet haben. Das heißt, wir hatten ja hier unten, ich zeichne das mal ganz kurz wieder mit Linien ein, wir hatten hier die erste Bewegung, dann hatten wir die erste Gegenbewegung, die Korrektur da sozusagen, und dann hat sich hier im, ja wann war es denn gewesen, im Februar, Ende Februar, Anfang März diesen Jahres, dieser wunderbare Aufwärtstrend gebildet, der uns hier unten von der knapp 60 Dollar Marke hochgebracht hat, gut im Hoch hier, bis auf knapp 57,50 oben rein, das war das Hoch hier, warten Sie mal, wir gucken mal, wo das Hoch gewesen ist, das Hoch war gewesen bei 77,10, bis dahin ist er gelaufen, hier ist halt das Teil gegründet worden, und das ist halt interessant zu sehen, was passiert jetzt hier. Lauf mal einfach durch, dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier unten dieser Tiefbereich um die Marke von, was haben wir hier unten, müssen wir mal kurz gucken, 58 Dollar. Prallen wir aber ab, dann haben wir eine gute Chance hier auf den Rebound, weil wir haben hier auch ein paar schöne, nah aneinanderliegende Tageshochkurse, wo der Markt wirklich reinlaufen kann. Also das ist interessant. Das ist spannend zu sehen, was hier passiert. Vielleicht läuft der Markt heute schon in die Situation, dass wir in den Rebound-Bereich kommen. Ich bespreche den WTI wahrscheinlich dann noch einmal intensiver näher beleuchtet, wenn wir heute die entsprechenden Bewegungen auch bekommen. Am Montag in dem Webinar, heute steht das Ding einfach weit in der Bewegung. Da gibt es noch überhaupt keine Umkehrsignale. Nach unten hingerichtet sind, wie schon gesagt, die Marken hier um die 59. Was haben wir hier unten? Was hatte ich gesagt? Punkte von 59,98, also die 60-Dollar-Marke, da müssen wir hier, wenn wir unten drunter laufen, das wäre schon blöd, wenn wir direkt drunter laufen. Aber mit Blick auf den Trend hier zumindest, wenn wir einfach durchlaufen, das wäre schon massiv. Aber weil wir einfach in diese Bewegung hier nicht mehr reinkommen. Aber wenn wir hier einen Rebound bekommen, dann können wir zum einen diesen Rebound treten. Der hat eine gute Chance, ein Stück weit hochzulaufen. Hier ist ja auch schon ein schönes Level im Markt, was man hier an dieser Stelle auch sehen kann. Hier dieses Widerstandslevel hier um diese Marke von, was haben wir hier, 63, 75, 64 in diesem Bereich. Interessant, da könnt ihr dann auch ranlaufen. Da haben wir ein paar schöne Tageshochs, die man anlaufen können. Also das ist schon sehr, sehr interessant, was hier zu sehen ist. Nach unten hin, wie schon gesagt, hat der Markt dann auch Potenzial, wenn er einfach durchläuft. Das müssen wir entsprechend einmal sehen. An dieser Stelle schaue ich nochmal in die Fragen. Fragen gibt es da momentan keine. Dann möchte ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für ja, die rege Teilnahme hier auch im heutigen Webinar mit sagen und wir hören und sehen uns dann wieder am Montag mit der aktuellen Marktbesprechung. Ich freue mich drauf, wünsche allen heute einen erfolgreichen Freitag und sag mal Tschüss, bis nächste Woche. Machen Sie es gut, Ihr, Euer Mike Seidel.